Hi Leute, willkommen zu einem neuen Yummy Pilgrim Video und einem neuen Food Haul. Wir waren gerade bei einem italienischen Supermarkt zum ersten Mal dort, und zwar auf der Hanauer Landstraße. Also falls ihr auch aus Frankfurt seid oder Umgebung, könnt ihr mal abchecken. Der ist richtig groß, richtig cool. Ich war zum ersten Mal da. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß, Meta oder sowas. Jedenfalls ein riesengroßer Laden mit frische Theke, mit TK-Ware und so weiter. Aber ich war interessiert natürlich an meinen liebsten Sachen, wie zum Beispiel diese Teile. Super lecker. Und das sind wieder diese aus Vollkornmehl. Genau. Die fand ich sogar am besten. Besser als diese Peperoncino oder mit Geschmack einfach. Die sind richtig geil. Und große weiße Bohnen. Die waren recht günstig, deswegen habe ich sie mitgenommen. Einfach getrocknete, die man natürlich über Nacht dann einweichen muss, und dann kann man sie kochen. Es immer, dauert immer ein bisschen länger, aber das schmeckt halt besser als aus der Dose. Aber wenn es mal schnell gehen muss, hole ich auch mal Bohnen aus der Dose. Trotzdem schmecken die getrockneten immer am besten. Sowas kann man gut benutzen für zum Beispiel so eine Sommersuppe, so eine italienische, so Minestrone in der Art, könnte man ganz gut verwenden. Oder natürlich auch in Pastasoßen, einfach alles mit Tomate, da passen Bohnen immer ganz toll dazu. Oder sowas wie Chili, ne, in der Art. Ja, nur so leicht gedünstet mit ein bisschen Zitronenabrieb, könnte ich mir auch gut vorstellen. Ein bisschen Knoblauch dran, sehr lecker. Und das zum Beispiel zu, keine Ahnung, Pasta mit Salat. Genau, Salat könnte man auch ganz gut daraus machen aus diesen weißen Bohnen. Genau. Sehr lecker, sehr gesund, und ich mag die sehr gerne. Die gibt es nicht so oft, weiße Bohnen, deswegen war ich sehr froh drum, die gesehen zu haben. Tomaten aus der Dose, ein Basic, diesmal aber Cherry-Tomaten. Die gibt es auch nicht allzu oft. Manchmal finde ich das auch im Supermarkt, zum Beispiel bei Rewe, aber ja, ist eher selten, und wenn ich es dann sehe, dann nehme ich das ganz gerne. Also die sind nochmal im Ganzen einfach drin, und das sieht nochmal, ist einfach und sieht einfach leckerer aus in Pastasoßen. Wenn man diese Brocken drin hat. Ich mag das so schön saftig nochmal, wenn man da reinbeißt. Da sind wahrscheinlich viele auch andere mal... Ey, Peach. Alles klar, das mal riechen. Da sind wahrscheinlich auch viele andere Meinungen, aber ich schwöre einfach auf die Dosentomaten, wirklich bei Pastasoßen oder einfach bei Soßen auf jeden Fall. Ich finde, da ist auch immer ganz schön, wenn man wirklich ein italienisches Produkt hat, weil die Tomaten nochmal einfach leckerer schmecken. Dann habe ich so, das war ein Angebot. Das war Sugo, Aglio, Olio e Peperoncino. Was ich halt sehr gerne mag. Und das ist schon so eine Soße daraus, so eingelegt. Wirklich Tomaten, Pastasoße aus Knoblauch, Öl und Chili. Und zwar ist da drin gemischtes Gemüse, zum Beispiel Knoblauch, Paprikaschoten, Chili. Und Sonnenblumenöl und Olivenöl, Gewürze, Salz ist da drin, genau. Das war's, das ist dann halt ganz einfach und schnell gemacht. Ich meine, das könnte man auch selber machen, aber das war halt im Angebot für 1,50. Dann dachte ich mir, nehme es einfach mal mit. Genau, mal sehen, wie es schmeckt. Ich denke aber gut. Auch das im Angebot für 1,50. Und zwar ist es eine Salsa Pomodoro e Aglio. Also einfach Tomate mit Knoblauch, oder? Ja, genau, Tomatensauce mit Knoblauch. Und zwar mit Olivenöl, passierten Tomaten, getrockneten Tomaten, ganz lecker. Das ist ja auch immer so ein Ding, wo man wirklich diesen Umami-Geschmack bekommt mit getrockneten Tomaten. Und Basilikum, Knoblauch, Olivenöl, und das war's. Sehr lecker. Das ist eine Paste aus Oliven und Mandeln. Das fand ich interessant. Also es ist wie so ein Pesto, aber eben nicht typischerweise und auch ohne Käse eben. Ich finde, das sieht sehr lecker aus. Schmeckt bestimmt gut. Ich mach's mal auf. Ich will mal jetzt schon mal riechen, wie es ist. Riecht voll gut nach Oliven. Sehr stark nach Oliven. Und das hier, ich glaube, diese Mischung, die werde ich jetzt benutzen auch für nämlich Brot. Wir haben auch da Brot geholt. Und das sieht so lecker aus. Das ist so soft. Guck mal. So geil. Und das werde ich, glaube ich, jetzt aufschneiden. Ein bisschen bestreichen mit diesen Zeugs. Dann vielleicht so ein bisschen gegrilltes Gemüse drauf, Salat, und das ist dann mein Essen jetzt. Solche Aufstriche, beziehungsweise sind ja keine Aufstriche, ist ja Pesto in der Art, ne? Aber ich mag das ganz gerne auch nicht nur für Pasta zu verwenden, sondern eben auch für verschiedene andere Dinge. Wenn man diese Soßen auch so ein bisschen ins Kartoffelpüree gibt, richtig geil, sage ich euch. Und es gibt eurem Kartoffelpüree nochmal so eine ganz andere Note, richtig lecker. Dann natürlich Pasta. Ich habe einmal geholt dieses hier. Das ist Peachy oder so, Peachy? Peachy? Nee, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Tut mir leid, wenn ich das jetzt wieder vermassel oder so. Ich kann kein Italienisch, aber das ist mit Tartufo e Fungo Porcino. Also mit Trüffel und,
Fungo-Pilzen, ne? Pilzen, Champignons. Genau. Und zwar Hartweizengrieß, Wasser, Sommertrüffel, genau. Und Steinpilz. Ach, das ist Steinpilze, sind wohl die Fungo Porcino. Genau. Sehr lecker, sieht sehr interessant aus. Ich bin gespannt, ob der Geschmack auch von beiden so gut rauskommt. Die muss man, ich sehe gerade, man muss die 22 Minuten kochen. Wow, ich glaube, das ist die längste Pasta, die ich jemals hatte dann. Und dann, oh mein Gott, ist das nicht die interessanteste Pasta, die ihr je gesehen habt? Und zwar diese. Erstens mal geile Farbe, pink. Und zwar ist die pink, weil da Erdbeeren drin sind. Das ist mit Erdbeeren, ich muss es einfach ausprobieren. Das ist mit einfach nur Hartweizengrieß, Wasser und Erdbeere. Super interessant. Also ich weiß nicht, ob der Geschmack rauskommt oder wahrscheinlich nur die Farbe so ist. Ne? Dann nochmal Pasta, weil es nicht genug ist. Und zwar einfach Vollkornpasta. Das sind so, wie heißen die nochmal? Diese Fusilli, genau. Fusilli aus Vollkorn. Genau. Am liebsten, also das heißt am liebsten esse ich schon Hartweizengrieß, aber ich versuche lieber dann auch öfter, weil ich schon so oft und gerne Pasta esse, lieber dann doch Vollkornpasta zu essen. Und manche schmecken richtig gut. Ich mag zum Beispiel die von Barilla, die sind super gut. Findet man nur leider zu selten, aber die schmeckt richtig gut. Weil manche sind zu schwer irgendwie und die machen keinen Spaß, aber die von Barilla machen Spaß. Dann habe ich noch das hier. Das ist so ein Keks einfach mit Früchten. So ein wirklich so ein fester Keks mit, ja, mit so Johannisbeeren, Äpfel und so ein Vollkornkeks quasi, so ein gesunder Keks, ne? Wollen wir uns mal einbilden. Und dann als allerletztes noch sowas, das lieben wir, wie ihr seht, wir haben es noch nicht mal bis nach Hause geschafft, haben wir schon die ganze Zeit gefressen. Und zwar solche, ich zeig's euch mal, das sind so Brote, so wirklich so kross gebackene Brotscheiben, die dann immer verschieden gewürzt sind. Dieses hier ist jetzt mit Pizzageschmack, also wirklich so eine Tomatensauce und Oregano ist da drauf. Voll lecker Oregano auch und es schmeckt sehr gut. Es ist auch nicht zu salzig. Ich finde nämlich oft sind die Dinger zu salzig. Dieses überhaupt nicht, es ist gut gewürzt. Man könnte es noch ein bisschen aufpeppen mit frischen Tomaten. Das machen wir auch ganz gerne. Machen wir nochmal frische Tomaten drauf, Rucola, wenn wir da haben. Bisschen Balsamico. Sehr lecker. Das war mein italienischer Food Haul und wir werden bestimmt nochmal da hingehen in das Geschäft. Das war echt cool. Dass ich da jetzt erst drauf gekommen bin, ja, aber naja, jetzt weiß ich ja Bescheid. Also gibt es coole Sachen dort und ich freue mich auf diese Dinge und jetzt mache ich mir so ein Sandwich. Also danke fürs Zusehen wieder. Wir sehen uns gerne im nächsten Video wieder. Bis dann. Schönen Tag noch. Tschüss.